Hallo zu meinem Video. Hier seht ihr eine Ubuntu CD. Da hier ist auch das neueste 13.04 Ubuntu drauf und das Langzeit-Supported 12.04. Ich habe hier ein Acer Aspire. Unten seht ihr die Daten. Das ist ein Notebook von einem Arbeitskollegen. Nach längeren Gesprächen habe ich ihn zu Linux überreden können. Er braucht nur ein bisschen Internet, ein paar Filme gucken und Größeres eigentlich nicht auf diesem Notebook. Und da habe ich ihm gesagt, das kann Linux allemal und ist auch noch zum größten Teil virusgeschützt und läuft auf deiner Kiste schneller. Das können die meisten Linux-User bestimmt bestätigen. Und jetzt hatte ich natürlich auch das ehrenamtliche Aufgabe von ihm bekommen, Linux drauf zu installieren. Und bei der Installation seid ihr mal kurz mit dabei. Ich habe in der letzten Zeit mehrere Bekannte zu Linux überreden können und es hat sich wirklich keiner zurückgemeldet und gemeckert, sondern gerade im Gegenteil, alle sind positiv überrascht. Wichtig sind natürlich auch die Gespräche. Also man sollte einen Bekannten, den man zu Linux ratet, auch davor fragen, was er denn so mit seinem Rechner macht und ob er wirklich irgendwelche speziellen Windows-Programme braucht oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn derjenige sagt, er hört ein bisschen MP3s, schaut ein bisschen Filme im Internet oder Serien, macht ein bisschen Facebook und Google Plus oder diverse Twitter, andere Sachen, dann kann man den getrost zu einem Linux-Betriebssystem raten. Ich wähle immer vorzugshalber Linux Ubuntu, weil es für Anfänger besonders einfach ist einzusteigen. Ihr seht jetzt im Hintergrund auch, dass ich mich mit dem WLAN verbunden habe und hier während der Installation die Aktualisierung und Software vom Drittanbieter bestätige und hier weiterklick. Dieses Notebook hat eine SSD. Der komplette Installationsaufwand war nicht mal eine Dreiviertelstunde. Hier seht ihr nochmal ganz klar, wie ich Windows mit Ubuntu ersetze. Also nichts mit nebendran installieren und dann ausweichen, sondern wirklich ein knallharter Cut und Wechsel zu Linux. Ein bisschen so, wie Linux-Oberfläche aussieht, solltet ihr den oder derjenigen auch ein bisschen zeigen, damit die anfangs nicht so viel Probleme haben. Wenn ein Apple-User von einem Mac-Computer auf Linux umsteigt oder parallel nutzt, wird weniger Probleme haben, weil Linux der Apple-Oberfläche ähnelt, finde ich. Der Vorteil bei Linux ist natürlich, dass man die Oberfläche beliebig anpassen kann, so wie es einem am besten zusagt. Hier gebe ich nochmal den vollständigen Username, habe ich mal einfach User genommen, weil den Benutzer soll dann mein Arbeitskollege selber anlegen. Das ist jetzt einfach mal so ein Root-User, falls er gebraucht werden sollte. Mit einem langen Passwort, wo trotzdem eben als schwach anerkannt wird. Wie gesagt, das kann ja dann der Kollege noch ändern. Hier meine Kamera als Benutzerfoto nehme ich nicht. Ich nehme die Vorgaben von Astronauten, da passt ganz gut hin. Und nach diesem Punkt geht die Installation nicht mehr sehr lange, also der Rest läuft vollautomatisch. Hier wurde auch sofort, also der WLAN-Chip sofort erkannt, auch alle anderen Hardware-Treiber musste ich nicht manuell nachinstallieren. Da sollte mal Windows was dazulernen, wobei mit Windows 7 das ja schon ziemlich gut geworden ist und mit Windows 8 anscheinend nochmal besser. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen, weil ich mit Windows 8 wenige Erfahrungen habe. Hier seht ihr nochmal eben die Hardware. Wir haben eben Ubuntu Version 12.04 und Speicher 8 GB Intel Core i3 Prozessor und die Festplatte mit 212,5 GB wird hier angezeigt, ist aber eine 256 GB SSD-Festplatte fest integriert. So, die Installation, wie gesagt, ging ohne Probleme. Das war wirklich einfach. Diese Erfahrung habe ich generell mit Notebooks eigentlich. Ich lese immer in Foren, dass irgendwelche
Leute Probleme haben mit dem WLAN-Chip. Das hatte ich bis heute Gott sei Dank nicht. Das ging immer auf Anhieb und ja, ich habe das eigentlich nie groß anders erlebt. Hier mache ich nochmal die Systemaktualisierung, solltet ihr auch direkt, nachdem ihr Linux installiert habt, tun. Und danach werde ich noch ein paar Programme von Ubuntu Software Center gemütlich installieren und dieses Notebook morgen meinen Kollegen aushändigen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.